ich bin's wieder, Markus von Lappen GVR. Wir sind wieder hier bei Heroes of the Storm angelangt. Und jetzt haben wir zwei... Yo! Ja, Leute. Ich spiele den Moradin und Sven ist der Rainer. Und ja, legen wir los. Bereit für den Kampf! Schauen wir mal, wie die Runde wird. Denn was noch so ein bisschen fehlt, ist, dass man die Talente vorher festlegen kann. Dass man nicht in-game wieder Talente klicken muss, sondern dass sagt, bei Level 1 machst du automatisch das, bei Level 4 machst du automatisch das, bei Level 7 machst du automatisch das. Das wäre noch geil. Und dann könntest du dir vorher so deine Kids zusammenstellen und dann würde der die automatisch leveln. Ja. Das kann, ja. Es gibt bestimmt Leute, die es scheiße finden würden, weil sie sagen, ich muss doch im Spiel umentscheiden, was ich machen will. Aber es muss ja nicht verpflichtend sein. Aber zum Beispiel für manche Chars spiele ich jedes Mal dasselbe. Bei den Chars wäre es dann meiner Meinung nach geschickt, immer so einen Standard anlegen könnte, dass man nicht jedes Mal wieder nachguckt, welcher Dings war es jetzt. So. Drachengärten. Haben wir den Modus letztens gespielt, oder? Letzte Weiß Folge. Ich nicht mehr. Weiß ich nicht mehr, ist so lang her. Kann gut sein. Ich denke auch, dass wir das gemacht haben, oder? Auf jeden Fall nochmal müssen die Statuen da kontrollieren, die da Bits sehen, zum Beispiel der hier da und der hier. Und dann müssen wir den Dachritter befreien. Und der, den nehmen wir dann und der zerstört einfach alles auf dem Weg. Der ist einfach gut. Zum der ist ein bisschen OP, ja. Stark, ja. Und wir müssen natürlich den Gegner verhindern. Dass die den kriegen. Aber das sollte ja kein Problem werden. Der Loading Screen. Ja, der ist so geil. Der ist so geil, ey. Vielleicht sollten wir uns angewöhnen, ab dem nächsten Mal die Folgen zu starten, wenn wir Games sind. Vielleicht geiler. Ja, ging jetzt. Ging schnell. Was mit euch Helden? Wie viele Dummköpfe Macht muss ich Platz? Noch ertragen? Beeilt euch, bevor ich vergesse, auf welcher Seite ihr seid. Die Schlacht beginnt in 10 Sekunden. Weißt du, wie man nochmal den Bildschirm vom Helden lösen konnte? Mit welcher Taste? 4, 3. Nein, da kommt man zurück. 1. Entfessel die Wut des Drachen. Nein, da komme ich andauernd nur wieder zu mir. War irgendwas Buchstaben, aber ich weiß es nicht mehr. Oh, der Panzer. Zeig dich ihm. Zeig dich ihm. Dann mal los! Das erste Blut wurde vergossen. Dodgen, Hammer. Merkt euch das fürs nächste Mal. Ich bin ganz vor. So beginnen wir eine Runde doch immer gern. Die Drachenschreine erwachen. Kontrolliert sie. Und setzt den Drachenritter frei. So, wir nehmen dann den hier unten. Oh, Sergeant Hammer. Hammer Time. Kommt der oder bleibt der da jetzt? Oh, der kommt der. Oh, oh, oh. Der hat mir hingelegt. So eine Bitch. Das ist schon besser. Aktiviert die Schreine jetzt. Achtung, geh raus aus dem Radius. Des Drachen euch. Oh. Du solltest mal bei einem Heilbrunnen vorbeischauen. Aua! Das ist schon besser! Für die Bronze! Das war amüsant.
Ein tödlicher Schlag. Pech gehabt. Die Sprüche sind so geil. Wählt ein Talent. Du hast Pech gehabt. Oh. Für 300, bitte. Euer Gegner wird zugrunde gehen. Ja, wir haben hier unten gerappt, die anderen haben halt oben gerappt zu zweit und einer unserer Mittlerer ist während des Kampfes einfach hingegangen und hat ihn befreit. Ich bin ganz vor. So. High Speed Attacking. Achtung. Oh, oh, Achtung, ganz viele Gegner. Alter, ich hänge in der Luft. Ein tödlicher Schlag. Du ein Idiot. Sie haben es nicht anders verdient. So. Doppelkill. Ausgezeichnet. Ich grüße euch. Achtung! Schwerter für 300! Oh! Worauf warten wir? Wählt ein Talent! Ja, die Runde läuft ziemlich gut. Wollen wir den angreifen? Ja. Nein, nein, nein. Aus dem Weg! Sylvanas will das hier in den Busch gehen? Ist Sylvanas irgendwie... Achtung! Ein Held ist vor der Schlacht geflohen. Okay, jetzt können wir von mir aus. Macht Platz! Ich habe ihn eigentlich geslowt, aber er ist trotzdem noch weggekommen. Wählt ein Talent. Ah, Sylvana, komm schon. Sylvana kann man ja Türme ohne Wasser angreifen. Nicht länger ruhen. Entfesselt seine Macht. Ich hab dich mal gerettet. Ausgezeichnet. Die Schreine. Soll ich mitgehen? Womit? Ja, mit. Ja, also mit. Ja, bitte. Und Drache. Was kann der denn? Töten. Zerstören. Vernichten. Dann mal los. Tust dir was. Schaut genau hin. Ich geh in die Mitte. Gegner getötet. Oh, Zeit, ein paar Knochen zu brechen. Gegner getötet. Ich kann nicht. Boah, das war jetzt... Au, 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 au. Ja, war okay. Oh. Also, unser Team ist kein einziges Mal gestorben. Wir sind auch Profis, Alter. Dort rappt mir den nächsten weg. Pure Profis.
Machen wir ein Team-Rape hier hin. Ja, ich hab ihn noch erschossen. Ey, ich hab ihn noch erschossen. Alter, ich kill auch gerade einfach alles. Aber jetzt wieder woanders am besten mal kurz. Da die Vasallen wegrappen. Der Drachenritter ruft aus dem Stein. Weg hier. So, da unten sind noch schon unsere Freunde. Mich aufzuhalten! Aktiviert die Schreine. Okay. Ich geh runter. Das ist schon besser. Oh, ich laufe einfach durch den Tower, nice. Du auch, Profis. So, einer von uns ist mit. Wählt ein Talent. Ich geh wieder, okay? Ja. Oh. Da kommt der nächste. Und wir haben auch schon den Drachen. Ein ausgezeichneter Schlag. Sehr schön. Zeigt mir, wo es lang geht. Ja, ich da nicht. Ja, ich habe ihn gerettet. Ich habe ihn solo sogar genommen. Aua, 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 Illidan, Illidan! Boah, der Drache hat mir den Arsch gerettet. Oh, da kam eine Rakete. Dieses Gefängnis zurückkehren! Nein! Markus? Helfen wir es denen dann. Ja. Ja, der war nein. Jetzt rapen wir die anderen. Solche Weicheier, die sollen aufhören wegzurennen die ganze Zeit. Wenn ihr Schicksal nicht entrinnen. Das ging jetzt schnell. Held des Sturms, 20 Kills ohne zu sterben. So sieht's nämlich aus. Ein tödlicher Schlag. Nein! Diese scheiß Feuerding, Alter. Lässt das sich echt rapen? Da war er wieder zu gierig. Nein. Da war er zu gierig. Das hat doch jeder gesehen. Voll. Ja, war er wieder gierig. Wollte er wieder alle Kills abstauben. Abstauben? Es geht jeder Kills. Ich geh dann runter. Aber zuerst hole ich mir das Belagerungscamp hier. Auf den stürze ich mich als nächstes! Also dann! Der
Befreit den Drachenritter und bringt euren Feinden den Tod. So, nach oben reiten auch schon welche von uns. Auf geht's! Digga? Oh. Du immer so schläfst, ey. Ich hab grad woanders hingeguckt. Wir halt die Karte zumindest im Blick. Es hätte mir jetzt fast das Leben gekostet, dass du nicht aufgepasst hast. Gemacht. Das ist schon besser. Grab hier gerade unten ist Solo auch durch. Eine feindliche Festung ist gefallen. So, heilen wir uns mal schnell. Wollen sie mich zu dritt rapen? Jetzt aber nicht den Ernst, oder? Die müssen mich jetzt echt zu dritt angreifen. Du kannst einfach rechts da vorbei, ne? Das ist schon besser. Steck mich hier. Weil da drin sehen die mich nämlich auch nicht richtig. Ein tödlicher Schlag. Doppelkill, dreifach Kill. Bitches, das gegnerische Team wurde vernichtet und jetzt zittert ein Rap. Und der entfesselt den Zorn des Drachen. Yay, wir haben roten Teppich, meine Freunde. Sieg. Sieg. Das war geil. Das war echt nice. 30 Credits. 75 Gold. Geil, du Scheiße. Ich hab ne 28 zu 0. Wupp, wupp. Na, so ist denn mal Hero of the Storm, meine Freunde. 20 Kills ohne Tod. Und dann setzt da einfach nochmal 8 drauf. Ja. Ja, geil. 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 Unsere Gegner haben auch hart verkackt. Muss man auch schon mal sehen. 3 zu 7, 3 zu 7, 1 zu 10, 2 zu 12, 0 zu 6. Eigentlich ist es unmöglich, in dem Spiel hier eine negative KD zu machen. Weil selbst wenn man keine Kills macht, schafft man es teilweise, eine positive KD zu kriegen wegen den Assists. Und hier einfach, wir haben Spielstärke 42 bekommen, Gegner 3. Okay. Das ist ja scheiße. Ja, war auf jeden Fall eine geile Runde, muss ich sagen. Ganz genau. Dann würde ich sagen, ich sehe das nächste Mal zu einer weiteren Folge von Heroes of the Storm oder irgendetwas anderes. Und ich sage dann bis dann und ciao. Davus!